Johannes Bartel Net Worth. Alright, jetzt testen wir das mal. 1, 2, 3, 4. Klingt gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das heute ist, aber heute will ich was Neues probieren. Ja, es tut mir leid, ich habe gerade gecheckt, dass die Kamera, die Webcam, die ich besitze, die allerschlechteste Webcam auf der ganzen Welt ist. Die Qualität ist nicht die beste, obwohl es in 1920-1080 aufnehmen kann, aber die Bildqualität ist wirklich nicht die beste. Deswegen starten wir jetzt einfach gleich mal durch, weil es geht eh nicht um mein Gesicht heute, es geht um was ganz was anderes. Ich habe mich, wie ihr wahrscheinlich an der Thumbnail schon erkennen habt können, selbst gegoogelt. Mir war nicht faden, habe mich einfach selber googelt. Googelt. Es war einfach so, wenn du im Ausland, also wenn du in Amerika wohnst oder leben willst und du hast ein Visum, dann ist es immer wieder wichtig, dass du deine Presseartikel, also alles, was du halt erfolgreich erledigt hast in der Presse, damit man halt weiß, okay, der ist talentiert, der kann was, der weiß was, Menschen reden über ihn. Das ist ganz wichtig, diese Materialien zu sammeln und dann eben an die Immigration Officer zu schicken, dass die dann sagen können, okay, passt, Stempel drauf, der kriegt sein Visum. Ich habe momentan noch ein Visum, aber es ist immer wieder gut, wie gesagt, immer wieder Sachen zu sammeln, weil wenn es dann auf einmal kommt und du dann jahrelang zurückrechnen musst und schauen musst, was habe ich im Dezember 2017 gemacht, wird schwierig und vielleicht sind dann die Artikel gar nicht mehr relevant, den nehmen sie dann vielleicht runter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach wieder mal so ein Update gemacht, habe geschaut, was Neues gibt von mir selber. Und ja, dann bin ich auf sehr interessante Neuigkeiten gestoßen und ich mir dachte, das zeige ich euch jetzt einfach einmal. Also starten wir gleich mal durch. Wer ist Johannes Bartel? Also die allererste Information, die man bekommt, wenn man Johannes Bartel googelt, ist diese hier. Johann Bartel mit meinen Fotos, überall, war ein tschechischer Sprinter. He competed in the men's 100 meters at the 1928 Summer Olympics. Born July 31st, 1905. Das hättet ihr euch nicht gedacht, dass ich so alt bin, oder? Also das ist einfach das Witzigste, dass erstens einmal, logischerweise bin das nicht ich. Das ist ja jetzt einmal extrem lustig, weil der Johann Bartel war wahrscheinlich ein tschechischer Sprinter, aber die haben nur meine Fotos verwendet. Und wie man den Fehler machen kann, dass 1905 geboren, Alter! Okay, das ist halt einmal das Erste, wo ich mir gedacht habe, okay, passt, da muss ich mal schauen, wie das mit Google oder das und wem ich da anschreiben muss, dass das geändert wird. Aber das war einmal sehr witzig und das Witzige ist halt auch das, dass es wirklich jeder weiß schon. Ich weiß nicht, ob das ihr gewusst habt, aber viele von meinen Freunden wissen es und sagen, hörst, gut schaust du aus. Okay, jetzt gehen wir dann nochmal gleich weiter, jetzt gehen wir gleich direkt aufs Knackige, auf das, was wirklich jeder wissen will. Wie viel Geld hat der Hund? Johannes Bartel Net Worth. Und wenn man da mal gleich reinschaut, erstens einmal da passt Johannes Bartel einmal richtig geschrieben, das ist einmal gut. Da, das ist auch richtig, Oktober 29, 1987, in Wien geboren. Dann da 31, ja mittlerweile 32, aber das ist halt noch nicht abgedatet worden. Und jetzt da ganz, ganz geil, da sind wir, Johannes Bartel Net Worth. Johannes Bartels estimate net worth, salary, income, cars, lifestyle and much more details has been updated below. Let's check how rich is Johannes Bartel in 2020. Okay, das heißt 2018 haben sie mal geschätzt, dass mein net worth 100.000 bis 1 Million ist. Aber mein annual salary ist noch immer under review. Das ist einmal witzig, weil wie kommen wir es auf die Zahl 100.000 bis 1 Million, wenn sie mein Salary gar nicht wissen? Ja gut, dann für 2019 haben sie einfach einmal anhand, keine Ahnung, was sie da zur Hand genommen haben, da werden sie einfach gedacht haben, ja na gut, jetzt hat er mehr Follower, jetzt wird er einfach, multiplizieren wir das Ganze einfach mit 5, dann wird das schon, um den Darm wird das schon hinkommen. In 2019 ist dann einmal geschätzt worden, zwischen 1 Million und 5 Millionen Dollar. Nochmal, mich würde jetzt einfach nur interessieren, was sie da, da zum Beispiel Income Source, Primary Income Source, Instagram Star, Profession. Das heißt, die wissen weder, was ich vorher gemacht habe, weil davor war ich ja noch nicht auf Instagram, das heißt, alles, was ich davor gemacht habe,
zählt nicht. Also das Einkommen, das gibt es gar nicht, weil er ist ja nur bekannt für Instagram. Das heißt, er macht 5 Millionen im Jahr mit seinen 2 Millionen Followern auf Instagram. Nur das, sonst macht er nichts. Noted, currently we don't have enough information about cars. Cars? Warum Cars? Ich habe sogar gepostet, dass ich einen Porsche fahre. Und den habe ich mal in 2017 gekauft. Das heißt, wie kann man mein Net Worth in 2018 zwischen... Also wurscht. Dann steht da Income Source, Primary Source is Instagram. Yeah, no. Currently we don't have enough information about cars, monthly, yearly salary, etc. We'll update soon. Gut, das heißt, wir haben mal das erste abgehakt. Johannes Bartel ist in 2018 war er zwischen 100 und 100.000 und 1 Million Dollar wert. Jetzt ist er schon zwischen 1 Million und 5 Millionen. Obwohl wir jetzt schon 2020 haben, vielleicht bin ich jetzt schon 5 bis 25 Millionen wert. Wer weiß. Wir schauen einfach einmal zur nächsten Webseite und die sagt, erstens einmal, da muss man gleich mal sagen, geiles Foto ausgesucht. wo haben wir es denn da? Was? 168 Pounds? Das sind ja unter 80 Kilo. Das regt mich gerade viel mehr auf. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Natürlich habe ich mir die Sachen vorher angeschaut, aber ich habe natürlich auf die anderen Zahlen geschaut. Aber 100? Nicht einmal 170 Pounds? Alter, ich wiege 183 stolze Pounds. Volle Muskelmasse. Body by Bartel. Das müssen Sie einmal sofort ändern, Alter. 168 Pounds, das ist ja Gemeinheit. Das müssen Sie updaten. Gut, aber jetzt gehen wir gleich mal weiter. Quick Facts of Johannes Bartel. Net Worth 50.000 Dollar. $50,000. Das würde mich auch interessieren, wie die jetzt da drauf gekommen sind. Vielleicht haben die Erläuterung, wie das ausschaut. Na gut, also Johannes Bartel ist $50,000 wert. Okay. Education and family background has not been revealed to the media. Before Johannes got to social media fame, he was involved in fitness and bodybuilding career in Austria. Later in 2014, he moved to Los Angeles to learn acting. He appeared in various short films, including Forbidden Melody, which won 3 awards at the Indie Fest Film Awards. Das Video werde ich euch nicht zeigen, weil ich habe mir es irgendwann einmal angeschaut. Es war nicht schlecht. Ich meine, offensichtlich hat es gut funktioniert, weil es hat 3 Awards gekriegt. Aber trotzdem, ich persönlich bin sehr kritisch, was mein Acting angeht. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht der Beste. Um das einmal freundlich zu sagen. Aber ja gut, jetzt schauen wir mal, ob da irgendwo mal kommt, warum. Hörst du, das haben sie wirklich... War das die gleiche Seite? Warte mal, war das die gleiche Seite mit dem Gewicht? Warte mal, wo ist denn das? Ja, das ist die gleiche Seite. Ja, ich weiß noch. Oh, das ist Relationship, da, Spartan. Wo war denn das mit dem Gewicht schon wieder? Hab ich da schon drüber geschaut? Relationship, da, Net Worth. Okay, gut. Net Worth of Johannes Bartel. Johannes' videos on YouTube has been viewed for thousands of times for which he earns revenue $180 per day. $180 per day. According to some wiki sources, Bartel's net worth is estimated to be $50,000. Also 180 mal 365 sind grob 65.000, oder? Jetzt will ich es ganz genau wissen. 65.700. Oh, Weltklasse. Mathe-Genie. Na gut, ja, also ich weiß nicht, welche Wiki-Source gesagt hat, dass ich 50.000 wert bin, aber ich finde es auch nur witzig. Dann schauen wir da mal weiter. Ja, das war lustig. Das war eine lustige Seite. So, who is Johannes Bartel dating now? Da, Net Worth. Ich glaube, das haben sie sich alle gegenseitig abgeschaut einfach, dass sie einfach geschaut haben, Net Worth, schauen wir mal, der sagt 50.000, was sagt der? 50.000 und der sagt 50.000, schreib mal eine, Johannes Bartel ist wert 50.000. Passt. Woher? Keine einzige Source sagt, wie ich das Geld verdient haben soll, sollte haben. Und dann ganz org, da steht's jetzt, 50.000 und dann steht da Single.
Da schon wieder die 76 Kilo, Alter, was ist mit denen? Das haben sie sich alle abgeschaut, gegenseitig. Das und dann, auf jeden Fall, das ist aber auch lustig gefunden. Johannes Bartl ist currently single, according to our records. Ich weiß gar nicht, wie öffentlich meine Relationship ist oder meine Beziehung mit meiner Freundin ist. Ich meine, ich glaube, ziemlich jeder weiß das. Ich scheue auch nicht davon weg, das zu zeigen. Finde ich einfach witzig, dass sie die offensichtlichen Sachen denyen und dann die Sachen, wo sie sich nicht auskennen, nämlich die finanziellen Sachen, einfach einmal posten. Also wurscht, schauen wir einmal rein. So, Johannes has earned more than 7,000 followers on Instagram. Ich meine, ist ja keine Lüge, es sind ja mehr als 7,000. Und dann, da steht's. As of 2020, Johannes Bartl is not dating anyone. Sie wissen ganz genau, wann ich 33 wäre, aber sie wissen nicht, dass ich mit der Amanda zusammen bin. Das ist interessant. Das ist wirklich... Naja gut, das war jetzt eigentlich nicht so wichtig. Jetzt schauen wir dann noch einmal. Noch eine Website habe ich gefunden. Jetzt mal schauen. Ah ja, die Website ist mein absolutes Highlight, weil die ganz genau aufgeschrieben haben, was ich in welchem Monat, in welchem Jahr verdient habe. So genau würde es nicht einmal ich wissen. According to this website, habe ich im Jänner 2020 571 Dollar gemacht. Im Dezember 1700, im November 42, aber jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, zum Februar 2019 habe ich 11.000 Dollar verloren. YouTube hat mir 11.000 Dollar gestohlen, according to this website. Wie kann man sowas ernst nehmen, Alter? Wie geht das? Da 31 Dollar im Jänner, 25 Dollar im Dezember und dann da im Juli 2018 habe ich 16.000 Dollar verloren. Was reden die, Alter? Ich finde es einfach witzig, weil viele Leute einfach halt dann wirklich nur eine Angabe haben, was YouTube ist und das ist dann das komplette Net Worth. Was du halt nicht online machst, wissen die Leute halt auch nicht und deswegen können sie das auch nicht veröffentlichen, was auch gut so ist, meiner Meinung nach. Aber ja, ich find's einfach immer wieder lustig, dass viele Websites einfach irgendwelche Daten hernehmen, sie dann gegenseitig Daten stehlen. Sogar das eine, wo da drauf steht, dass ich nur 70 Kilo wiege oder 76 Kilo wiege, das ist eine Lüge. Body by Bartl, join today. Egal, ich wollte einfach nur ein entertaining Video machen, ich wollte das einfach mal herzeigen, ich finde das witzig. Glaubt nicht alles, was im Internet steht, glaubt nicht alles, was auf YouTube oder sonst irgendwo veröffentlicht wird. Viele Leute wollen einfach nur Daten herzeigen, die halt nicht stimmen. Deswegen, ja. Ja, das war es eigentlich jetzt heute schon wieder für das Video. für nächste Woche habe ich schon was anderes geplant, aber diese Woche wollte ich das einfach machen, weil ich einfach drüber gestolpert bin, weil ich das gesehen habe, dass so viele verschiedene Webseiten was komplett Verschiedenes sagen, aber die meisten eben ziemlich gleich sind. Ja. Das war's aber heute auch schon wieder. Ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende, viel Spaß beim Super Bowl schauen. Ich hoffe, ihr schaut alle am Sonntag. Ansonsten, wenn ihr jetzt am Gains wollt, schaut vorbei bei bodybybattle.com. Ich habe schon wieder ein paar neue Workouts hochgeladen. Ich starte jetzt momentan ein neues Programm. Und das wird jede Woche hochgeladen. Das ist ganz genau mein Programm, was ich trainiere. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auch ASMR machen. Ja, geil. Das ist auch geil.